Ja, und keine Zukunftsmusik, sondern ganz konkrete gesetzliche Pläne. Die gibt es seit voriger Woche zur Abschaffung bzw. Aufweichung des Bankgeheimnisses. Und schon formieren sich die Gegner. Kritiker, wenig überraschend, vor allem in der Steiermark und jetzt auch im Burgenland, wird auch in 5 Tagen gewählt. Der Wahlkampf also im Enzbürt und mittendrin Alexander Sattmann mit den wichtigsten Fragen vor und nach der Landtagswahl. Hochspannung vor den ersten beiden Landtagswahlen des Jahres. Kann Franz Voves den Angriff von Heinz-Christian Straches FPÖ in der Steiermark abwehren? Es sind Hassprediger, es sind Lügner, ich komme dazu noch, und es sind Hetzer und es sind Rattenfänger. Schafft Hermann Schützenhöfer mit der ÖVP doch noch Platz 1, indem er gegen die Abschaffung des Bankgeheimnisses mobilisiert? Das ist eine Schnüffelei der Sonderklasse. Das ist eine Spitzelei, für die ich eigentlich nicht bin. Wagt Hans Nissel tatsächlich Rot-Blau im Burgenland? Es gibt jeden Tag andere Farbenspiele. Auf der einen Seite heißt es Rot-Blau, dann Rot-Schwarz. Manche sagen, interessant wäre auch Rot-Grün. Nur zweimal findet der Bundeskanzler Zeit für einen Abstecher in den Wahlkampf. Die roten Landesparteien setzen lieber auf die Zugkraft ihrer Landeshauptmänner. Dabei steht auch für Werner Faymann einiges auf dem Spiel, vor allem in der Steiermark. Von der bundespolitischen Auswirkung könnte die Steiermark die wirklich entscheidende und die interessanteste Wahl sein. Denn es ist wirklich eine Frage, was SP und ÖVP auf Bundesebene aus diesem Wahlergebnis dann lernen in der Steiermark. Wenn der Schluss daraus ist, dass man sagt, man lässt lieber die Finger von Reformen, denn da wird man nur abgestraft, siehe Steiermark, dann hat das sicherlich viel weitreichendere Konsequenzen, als es eine Wiener Wahl, egal wie sie ausgeht, haben wird. Heiß umkämpfte Obersteiermark. Die FPÖ konzentriert ihren Wahlkampf auf die Hochburgen der SPÖ. Strache in Mürz Zuschlag. Bei den Nationalratswahlen schafften die Blauen Platz 1. Doch die Kritik an den steirischen Reformen scheint nicht mehr auszureichen. So setzt die FPÖ wieder einmal auf das Ausländerthema. Wir wollen Arbeitsplatzschaffung für österreichische Arbeitnehmer sichern und nicht für Osteuropäer. Und es kann doch nicht so sein, dass jeder neue Arbeitsplatz von einem Ausländer besetzt wird und nicht von einem Österreicher. Die Freiheitlichen machen Stimmung gegen Zuwanderung, gegen Moscheen und bringen den Landeshauptmann auf die Palme. Das Land Steiermark hat keinen einzigen Euro für eine Moschee gegeben. Es ist eine glatte Lüge, nur um auf primitivste, geschmacklose, unappetitliche Art, um Stimmen bei jenen zu haschen, die leider Hascher sind. Während die SPÖ in der Steiermark erbittert gegen die FPÖ kämpft, flirtet Hans Nissel im Burgenland offen mit den Blauen. Der Proporz in der Regierung wurde kurz vor der Wahl abgeschafft. Die burgenländische SPÖ wird sich in den nächsten Wochen einen Koalitionspartner aussuchen können. Also eine Koalition mit der FPÖ schließen Sie nicht aus? Das schließt im Burgenland niemand aus. Wahlkampf gegen Rot-Blau. Die Grünen wollen selber erstmals mitregieren, die Volkspartei ihre Regierungssitze nicht verlieren. So malen beide das Schreckgespenst an die Wand. Und Heinz-Christian Strache, der macht sich Hoffnungen. Es hat ja eine Basisbefragung gegeben im Burgenland, wo die SPÖ-Mitglieder gesagt haben, sie wünschen sich eigentlich, dass die FPÖ nicht mehr ausgegrenzt wird. Das wäre dann einmal die Möglichkeit, nach der Wahl von Seiten der SPÖ Burgenland zu beweisen, dass sie das ernst meint. Rot-Blau im Burgenland, das wäre ein Horrorszenario für die SPÖ in Wien. Der aus dem Burgenland stammende Bundesgeschäftsführer in Erklärungsnot. Die Landespartei der FPÖ ist eine ganz andere als die Bundespartei. Ich würde auf Bundesebene mit der FPÖ nie eine Koalition eingehen. Allerdings im Burgenland sind alle Karten offen. Aber Sie sagen, die burgenländische FPÖ sei ganz anders. Da gibt es doch auch einen sehr unappetitlichen Ausländerwahlkampf. Das ist richtig. Grundsätzlich ist die FPÖ in allen Ländern eine Partei, die schwierig zu behandeln ist. Allerdings, wie gesagt, es ist eine Frage der Möglichkeiten, die man im Land hat, mit dem man koaliert. Man sollte sich keine Chance nehmen lassen. Im Burgenland hofft die ÖVP, in der Regierung bleiben zu dürfen. In der Steiermark hat sie die Hoffnung auf Platz 1 noch nicht ganz aufgegeben. Viel wird von der Wahlbeteiligung abhängen. Im Finale setzt Hermann Schützenhöfer auf Kritik an der vom ÖVP-Finanzminister geplanten Abschaffung des Bankgeheimnisses. Ich nehme mir das Recht heraus, die leistungsorientierten und arbeitenden Steirerinnen und Steirer
zu vertreten und aufmerksam zu machen. Bei diesem Entwurf kann es nicht bleiben, da muss es substanzielle Veränderungen geben, sonst tun wir uns sehr schwer, da mitzugehen. Die Steirische und die Bundes-ÖVP, ein schwieriges Verhältnis. Nicht zum ersten Mal wünschen sich die Steirer eine andere, oft eine liberalere, eine reformfreudigere Politik in Wien. Reinhold Mitterlehner und Hermann Schützenhöfer, beide Juniorpartner einer großen Koalition. Ob der ÖVP-Bundesparteichef vom Steirer etwas lernen kann? Das ist unmöglich, im Bund so vorzugehen wie im Land. Die Aufgabenstellung ist eine völlig andere. Die Herausforderungen sind völlig andere. Wir haben riesengroße Bereiche, die auf Landesebene eigentlich keine Rolle spielen. Denken Sie an den gesamten Pensionsbereich. Da müssen wir auf Reformen drängen. Und da können wir nicht kuscheln. Das wäre den jungen Menschen gegenüber äußerst unfair. Würden wir da beim Kuscheln einschlafen? Das Gegenteil ist der Fall, wir müssen aufwachen. Die Steiermark und das Burgenland. Das sind die schwächsten Länder der Grünen. Die Spitzenkandidaten weitgehend unbekannt. Da muss Eva Klawischnik selbst in den Wahlkampf. Der Spagat zwischen Reformen im Bund zu fordern und die Reformen in der Steiermark zu verurteilen, der fällt ihr schwer. Also ich hoffe, dass es den Reformeifer auf der Bundesebene in irgendeiner Weise befeuert, wenn klar ist, dass der Wähler und die Wählerin mit Rot-Schwarz im Moment nicht sehr glücklich ist. Das heißt, Sie glauben, selbst wenn in der Steiermark Rot und Schwarz einen Denkzettel bekommen, wird das den Reformeifer auf Bundesebene stärken? Ich hoffe darauf, dass es das Signal verstanden wird. Also wir wollen keinen Stillstand, wir wollen keinen rot-schwarzen Stillstand, wir wollen, dass etwas Positives für das Land passiert, allen voran in der Bildungspolitik. Und da könnte auch die steirische und die burgenländische Wahl ein Weckruf für den Bund sein. Eine Zitterpartie wird der Sonntag für die Neos. Eine kleine Chance auf Mandate haben sie eigentlich nur in der Steiermark. Und für das Team Stronach schaut es überhaupt düster aus. Der reiche Mann und das letzte Aufgebot. Noch ein Versuch. Es wird jedenfalls die Abschiedstour fürs Team Stronach, denn wenn man irgendwo noch Dankbarkeitsstimmen zu erwarten hat für Frank Stronach, dann ist es in der Steiermark, aber auch das wird mit ziemlicher Sicherheit nicht reichen. Und für die Neos ist es ein wirklich entscheidendes Moment, ob man es in der Steiermark schafft oder nicht. Das Burgenland kann man wirklich ein bisschen beiseite schieben, dort erwartet keiner einen Einzug in den Landtag, aber in der Steiermark, gerade in Graz und Graz Umgebung, wo wir es mit der zweitgrößten Universitätsstadt Österreichs zu tun haben, muss man eigentlich ein Direktmandat schaffen. Deutliche Stimmengewinne für die Freiheitlichen, ein Zuwachs für die Grünen. Das sagen die letzten Umfragen. SPÖ und ÖVP werden wohl in beiden Ländern verlieren. Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie am Wahlabend darauf reagieren werden? Ich werde die Möglichkeit haben, am frühen Wahlabend schon dazu Stellung zu nehmen. Und ich werde das dann zeitgerecht machen. Das heißt, Sie haben da noch keine Formel sich zurechtgelegt, wie Sie die Stimmenverluste erklären können? Nein, weil ich davon ausgehe, dass wir insgesamt bei mehr Parteien, die kandidieren, bei schwierigen Voraussetzungen, die bei diesen Landtagswahlen sind, als bei den letzten, durchaus gut abschneiden werden. Herr Landeshauptmann, wollen Sie ein paar Worte sagen? Nein, ich möchte mit euch was singen. Erinnert ihr euch noch an 2005? Wenn du willst, kannst du siegen, kannst du alles kriegen. Es liegt an dir allein, Sieger zu sein. Und jetzt alle noch einmal. Also, wenn du willst, kannst du siegen, kannst du alles kriegen. Es liegt an dir allein, Sieger zu sein. Ob und von wem dieses Lied in 5 Tagen gesungen wird, wissen wir spätestens Sonntagabend. Alles über den Ausgang der beiden Landtagswahlen, die Konsequenzen und Hintergründe erfahren Sie dann bei uns am Tag danach, kommenden Montag ab 21:05 Uhr in einem Report-Spezial.